Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal nicht painten. Ich muss mal gucken, wie wir das jetzt hier irgendwie hinkriegen. Es ist ein bisschen Chaos gerade. Und zwar müssen wir noch ein paar Etiketten setzen bei den AB-Steinchen. Und ich wurde darum gebeten, mal die zu zeigen, die wir jetzt aktuell im Shop haben. Das sind die pinken hier auf der Liste. Und die wollen wir uns jetzt einfach mal genauer nochmal angucken. Ich muss aber gleich dazu sagen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Die ich hier habe, sind größtenteils die alten Steinchen, also sprich die Acrylsteinchen. Das heißt, die Harzsteinchen, die ihr jetzt im Shop bekommt, sind nochmal um vieles, vieles krasser. Also man kann sie kaum vergleichen, aber ich versuche das trotzdem. So, jetzt habe ich meine Sticker gar nicht geholt. Moment. So, hier sind sie. Ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen, weil als ich das hier alles gemacht habe, hatte ich die Sticker ja noch nicht da. Jetzt sind die mittlerweile schon ein paar Wochen da. Ja, dann können wir das jetzt auch mal machen, ne? Okay, wir fangen mal mit dem ersten an. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich die durchnummeriere. Das Problem ist aber, wenn da jetzt noch irgendwie Steinchen dazukommen sollten, dann passt das irgendwann vielleicht auch nicht mehr mit der Nummer. Ich weiß es noch nicht genau. Jetzt habe ich irgendwie leider auch ein bisschen zu wenig Platz. Aber egal. So, das ist die 152. Hier ist jetzt noch so ein blödes Etikett drauf. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das irgendwie vernünftig kriege, ohne dass ich hier irgendwas runterschmeiße. Ich habe heute Morgen beim Frühstück schon einige Rückschläge erleben müssen. Sodass ich einfach hoffe, dass das hier funktioniert. Okay. So, das ist jetzt die 152. Jetzt können wir von denen mal direkt gucken, was wir davon im Shop haben. Ich hier mit meinen ganzen Listen. Die 153. Das sind eventuell Harzsteinchen, aber so krass sehen die aus. Passendes Etikett dazu. Richtig, richtig schön. So, dann haben wir hier die 161. Da muss auch ein neues Etikett drauf. Bitte lass mich einfach nichts runterschmeißen, das wäre echt cool. 161, da das Auto. Ja, ich müsste auch mal wieder meine Nägel machen, ne? Okay, das war nix. Schon besser. So, dann ist das Ding fertig. Ich glaube, ich räume die dann jetzt direkt weg. Was haben wir hier noch? 166 habe ich nicht bei. Ich stelle die direkt hoch, damit der Tisch ein bisschen leerer wird. Sonst wird das hier nichts mit mir. So, eins von keine Ahnung wie vielen, 23 oder so. Oh, ist alles hier eine wackelige Angelegenheit, sage ich euch. So. Okay, hier fehlen auf jeden Fall einige Nummern. 168 brauchen wir. Das Krankenhaus. Brauchen wir gar nicht. Oh, Weber. Gut, das brauchen wir nicht. 209. Sind natürlich jetzt auch nicht entgittert, das ist dann immer ein bisschen blöd. Meine Nägel sehen so abgerast aus. Nee, ich glaube, ich lasse es lieber drin. Wartet mal, ich habe doch hier irgendwo eine Pinzette. Vielleicht kriege ich es damit ein bisschen ordentlicher hin. Naja, ordentlicher nicht, aber erst drauf. Oh, ich brauche den sogar zweimal. Weil ich nämlich da zwei verschiedene Töne habe. Das lasse ich jetzt erstmal kurz so.
So, danach gucken wir, was wir davon im Shop haben, was ich euch davon Schönes zeigen kann. 210. Und dann haben wir schon mal die Etiketten dafür fertig. Ja, gerade kleben heute nicht. Schade. 208, 209 und 211. Okay, 208 seht ihr hier schon die ganze Zeit. 209 auch, lasse ich drin. 211 ist hier. Mega krass. Aber da sieht man jetzt auch sehr schön, dass das wirklich Acrylsteinchen sind. Ja. So, dann stelle ich den direkt weg. Schreibt mir mal in die Kommentare, dass auf die 209 noch ein Sticker muss. Da will ich dann zwischen den alten Stickerbögen gucken, weil sonst habe ich wieder keinen vollständigen mehr für Notfall. Es ist so voll hier. Wie dieses Blockspiel, wo man die so hin und her schieben muss, dass alles passt, ey. So, 317 Etikett. 317K. Okay. Gut, was brauchen wir noch? 327. Wenn die nicht entgittert sind, finde ich das echt blöd. Dann ist das so steif. Und dann friemel ich mir. So, 327 und 333. V ist das. Das ist jetzt Vorführeffekt, dass das so schnell geht. Ohne entgittert zu haben. So. Okay. Was haben wir davon im Shop? 310 bis 350. Natürlich die 310. Die seht ihr hier. 311 seht ihr hier. 312 seht ihr hier. 317 hier. 349 hier. Ich habe vorhin auch tatsächlich noch eine gefunden, die ich nicht habe, die aber im Shop ist. Also da ist auch schon wieder ein ganz dicker Fehler im System. So, das war das. Dann kann das auch weg. Alles hier mit Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und so. So, jetzt müssen wir dann einmal hier hin zu 351. Dann kommt die hier hin. So. 351. Was brauchen wir hier für Etiketten? 413, 414, 415. Na Mensch. Nee, 407 halt nicht, weil die habe ich nicht. Also mein Ziel ist ja schon, irgendwann mal alle zu haben, ne? Einfach nur fürs gute Gefühl. Aber jetzt, ich will nicht spoilern, aber wir haben ja den Adventskalender in groß und den Steinchen-Adventskalender. Wartet mal ab, was da so geht. Also wer den bestellt hat, der hat's gut. Ich? Ja, der wird toll. So, was haben wir hier von einem Shop? 351 bis 444. 444, Mensch.
Auch das sind nicht die schönen Harzsteinchen. Aber schön sind es halt trotzdem, ne? Aber der Glanz ist dann wirklich noch mal viel, viel krasser. Ja. So, übrigens ist der Kleine heute bei Oma. Deswegen habe ich nämlich jetzt am Donnerstag um 12.36 Uhr Zeit für YouTube. Finde ich richtig gut. Richtig gut finde ich das. So. Okay. Nächster. 470 brauchen wir. Haben wir hier. Boah, bin ich froh, wenn ich das fertig habe. Es war mir lange ein Dorn im Auge, weil es einfach nicht fertig geworden ist. Und das triggert einen ja so ein bisschen, ne? 535. Aha. Ja, dann würde ich euch gleich noch die Schreitagbilder zeigen. Weil die ja Freitag wie immer online gehen und ihr das Video ja erst Sonntag hochgeladen bekommt. Ich weiß gar nicht, warum wir das so ausgedacht haben, aber es ist jetzt einfach so. Nicht entgittert. Okay, jetzt reicht's. So, 552. Oh je. Schön ist anders, aber es ist beschriftet. So, 445 bis 552. Vier, 445 seht ihr hier, haben wir auf jeden Fall im Shop. Oh hier, oh ja. Was war das? 550 und 552. Ich hole sie für euch raus. Einer meiner absoluten Lieblingsfarben. Die 550. Richtig krass. 552 habe ich nicht mehr so viel. Und da sind auch zwei verschiedene Töne drin. Das ist aber nicht tragisch. Also bei AB fällt das nicht so auf, aber das hätte sich einfach nicht gelohnt, dafür jetzt ein zweites Schubfach fertig zu machen. Schubfach. Naja, egal. So. Das haben wir auch. So, kann ich das zurückschieben? Oh, schon haben wir Platz. So. 553 brauchen wir. Und die 605. Es sind nicht mehr so viele Etiketten, aber es muss einfach. 605 hier. Das. Viereck ohne Punkt. So. 553 bis 606. 554 haben wir hier. Ihr wollt die von Namen sehen bestimmt, ne? Das ist schon ein bisschen krasser da, ne? Oh ja. Das sind eventuell vielleicht sogar Harzsteinchen. Also es könnte sein, dass ich die auch wirklich dann schon von den neuen Steinchen habe. Ich sag's gern nochmal, ich habe halt die ganzen Acrylsteinchen aus dem Live-Verkauf und so weiter. Kalender und keine Ahnung was. 554, dann die 581. Haben wir auch im Shop. Und ja, ich habe auch alle Grüntöne. Also ich habe alles, was geht. Auch Grün macht da keine Ausnahme. Das war die 581, dann die 600. Oh ja, die ist auch mega, die Farbe. Die ist richtig krass. Das war die 600, dann die 602. Bisschen heller, so ein bisschen erdbeerig, finde ich. Richtig schön.
605 und 608 kommt im nächsten. Die ist auch sehr schön. Ja. Gut, kann man das auch wegstellen. Endlich Etiketten drauf. So. Dann geht's hier weiter. Was brauchen wir hier? 645 auf jeden Fall. Apple. Und 648. So, das ist dann auch fertig. Ja, also bei den 608, finde ich, sieht man ganz extrem, dass die Acryl sind. Die haben auch nicht so den schönen Glanz. Die sind nicht so krass. Jetzt sehen die sehr orange aus. Die sind wirklich sehr knallig rot. Schon so Neon-Lachs-mäßig. Also ich werde die auch alle nochmal aus dem Shop nachbestellen, sobald sich hier ein bisschen was lichtet. Weil das einfach was ganz anderes ist, ne? So, 608 bis 701. 666, auch eine richtig krasse Farbe, aber auch hier nicht so krass hochwertig. Hier sehen wir wieder diesen Punkt im Steinchen, ganz klarer Hinweis für Acryl. Auch von der Folierung nicht ganz so krass, deswegen erwartet euch da wirklich was richtig Tolles. Was haben wir noch? Das war die 666. 699 und 701. Das ist einmal die 699. Ja, die sind schon wieder anders, ne? Also das sind Harzsteinchen. Die funkeln ganz krass. Und 701. Mega schön. So, dann stellen wir die auch weg. So, jetzt geht es hier hinten weiter. Genau. Hier brauche ich nur die 718. Was freue ich mich? Das war nicht gut. Versuchen wir es nochmal. Das war besser. Okay. 702 bis 740. 703. Das sind die hier oben. Hier sieht man auch schön dunkel, bisschen dunkel, hell. Ne? Also die unterscheiden sich wirklich ganz toll. 725 sind die hier. Schluckt voll das Licht. 725. 728 ist zum Beispiel so eine Farbe. Das ärgert mich richtig. Die haben wir im Shop, aber die habe ich nicht da. Das heißt, hier entsteht wieder eine Lücke. Und ich hatte ja letztens die 820 gefunden, die ja eigentlich noch zwischen muss. Aber es lohnt sich jetzt noch nicht. Also, das mache ich noch nicht. Und 740, auch eine ganz, ganz tolle Farbe. Aber auch Acryl tatsächlich. Also nochmal krasser. Wirkt jetzt hier sehr mürrig, kürbislastig, ist aber wirklich ein richtig krasses Orange. Aber das kann die Kamera so einfach nicht wiedergeben. Also, ja, himmelweiter Unterschied tatsächlich. So, die kommen auch weg. Die sind auch fertig. Schwupps. Schwupps, du hast die ganz gestohlen. So. Dann hier hinten. Kann man die schon mal höher stellen, dann haben wir hier Platz auf dem Tisch. So,
Etikett Nummer 743. Sprechblase. Okay, es wird wieder ein längeres Video. Ich hoffe, ich langweile euch nicht. Aber ich bin froh, dass ich es dann fertig habe. 741 bis 777. 741 seht ihr hier. Meine Base verloren. Da. 758 hier. Mega. Mhm. 762 hier, die sind auch richtig toll, und das war's hier. Okay, dann kommen die auch wieder weg. Dann geht es hier weiter mit 780. So, da brauchen wir ein paar mehr Etiketten. Die sind durch. Brauchen wir die. 791 auf jeden Fall. Oh, ich wollte sogar eigentlich noch ein bisschen mit euch painten, aber ich glaube, das wird nichts. Ich mache ja momentan die Prinzessin Aurora. Deswegen ist das Thema AB auch momentan so krass präsent bei mir. Und erst habe ich es richtig gefühlt, dann habe ich es nicht mehr gefühlt, aber weitergemacht. Und ja, gestern Abend habe ich es dann wieder richtig gefühlt. Ich hoffe, ich fühle es dann heute Abend auch. Oh, das ist immer so eine Sache bei mir mit dem Fühlen. So, das war auch schon das letzte Etikett hier bei denen. Und wir schauen wieder, was wir davon in Harz im Shop haben. 780 bis 818. 796 auf jeden Fall. Richtig krass. Einmal hier. Wird auch nicht so wiedergegeben, wie sie eigentlich sind. rotes Tuch, ne? Ja, sehr rotes Tuch. So. Dann geht's weiter mit 819. Hier brauchen wir Etikett Nummer 824 und 828. So, im Shop haben wir davon 819 bis 902. 820, okay, hatten wir gerade gesagt, ist nicht. Noch nicht, zeige ich euch gleich. 827 habe ich hier. Auch sehr schön. Und das war's. Holen wir den nächsten, wir haben ja noch ein paar, ne? Wir machen hier heute richtige Gönnung. So, jetzt wird es sehr grünlastig. 2 Etiketten, 907 und 917. 907. Endlich! Und 917. So, 904 bis 928. Was haben wir im Shop? 906, die hier. 912. Was? Die habe ich auch nicht. Oh nein. Oh, ich muss bestellen. Und der Rest kommt im nächsten. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn das?
doch bescheuert. Ich und mein System. Ich meine, ich habe die damals alle nachbestellt. Ach so, ach nee, aber nur die, die ich für Aurora gebraucht habe. Ach, deswegen ist es so. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall Etikett Nummer 938 und 950. Das ist, glaube ich, die Lampe. So, das ist fertig. Dann brauchen wir den neuen Bogen. Ja, ist die Lampe. So, dann schauen wir wieder, was wir im Shop haben. 931 bis 956. 947 auf jeden Fall. Auch mega krasses Orange. Ganz heftige Farbe. 947 ist das. Ja, also da sage ich euch gleich, sehen meine total langweilig gegen aus. Acrylsteinchen, ganz, ganz wenig Spiel in der Folie. Also da passiert wirklich nicht viel. Das ist nur fürs gute Gewissen. Da muss ich auf jeden Fall die aus dem Shop bestellen. Also, oh, und die 954. Oh, die ist ja fast leer. Muss ich mal eben hier auf meine Liste gucken. Ja. So. Ah, jetzt geht's hier hinten weiter. Oh, ganz vorsichtig. So, 957. Was brauchen wir hier für ein Etikett? 964. Ach, hier. Aktienzeichen XY, wa? Siehst du wohl. So. Was haben wir da von 957 bis 975? Auf jeden Fall die wunderschöne 959, der Kaffeebecher. 963, einer meiner absoluten Lieblingsfarben, kann ich euch sagen. Das schönste Rosa ever, ever, ever. Das war 963. 964 haben wir auch im Shop. Wird auch anders wiedergegeben, als sie eigentlich ist. Schade, Schokolade. 970. Oh ja, die ist auch toll. Und 975. Ein Braun, mal was anderes. Aber auch sehr schön. Also bei AB mag ich eigentlich echt alle. Große Flächen grün ist jetzt nicht so mein Favorite, aber ist auch okay. So. Weiter geht's hier mit 976. Da brauchen wir insgesamt zwei Etiketten. Einmal die 995. Oh, drei sogar. Die 996. Oh, vier sogar. Mensch, ich habe ja heute ein Auge, das ist ja der Wahnsinn. Die 3041, der Hammer nach rechts. Und die 3064. Das ist auch so eine Farbe, da braucht man nur ganz wenig von, aber die ist quasi in jedem Bild dabei. Deswegen hatte ich dafür auch kein rundes Etikett parat. So, was haben wir davon im Shop? 976 bis 3072. 976, die Flamme. 976, 986. Die grüne Raute. Oh, hier, 995 haben wir im Shop und 900, falsch gegriffen, 996. Und das war's von denen. Gut, dann ist der auch fertig. Oh,
2, 4, 6, 7 Stück noch schaffen wir, oder? Wenn ich nicht vorher alles abreiße, könnte das was werden. Oh, 5 Etiketten. 33, 71. Ach, hier. Tischtennisschläger. Ja, auch ein ganz häufig verwendetes tatsächlich. Äh, 3607 kommt ja auch, also zumindest in meinen Bildern überall vor. Bei Flora bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob sie da wirklich dabei ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Dann die 3608. Und bitte auch in die Kommentare schreiben, 3609 brauche ich auch zwei, weil ich da auch zwei Farbnuancen habe. Aber übelst abweichend auch. Finde ich schon eher, dass das eher 3608 ist, die 3609. Aber ich nehme es so, wie es ist. It is what it is. So, also hier möchte ich gleich sagen, ich finde es sehr schade, dass wir die 3607 nicht im Shop haben. Aber da werde ich auf jeden Fall mit Erik nochmal sprechen, weil das ist auch so einer der krassen Hauptfarben einfach. 3078 bis 3609. Okay, da haben wir tatsächlich nichts. Leider. Okay, so, die muss ich wieder andersrum einstellen. So, weiter geht's. Hier fehlt ein Etikett, und zwar die 3746. Die habe ich hier nicht drauf. Machen wir den neuen Bogen. Das ist der vorletzte Bogen. Auf dem letzten sind ja nur so ein paar. So, 3689 bis 3752. Nix. Okay, kann ich so wegstellen. Es sind trotzdem 60 Farben im Shop, ne? Also das, aber wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass ich einige davon gar nicht habe. Das müssen wir auf jeden Fall ganz schnell ändern. Das geht ja gar nicht. So. Oh, hier fehlt kein einziges Etikett. Krass. Was haben wir davon im Shop? 3755 bis 3787. Die 37... 66. Der Bilderrahmen wird auch wieder anders dargegeben oder wiedergegeben, als es ist. Und die 3774 mag ich auch sehr gerne, der Blitz. Die sehen richtig toll aus. Die könnten tatsächlich auch aus dem Shop sein, so schön wie die aussehen. Wir müssen da im Shop auch mal schöne Fotos machen. Sind wir auch leider noch nicht zugekommen. 3777, der Regenschirm. So ein Rostrot. Heißt nicht rostbraun. Egal. 3778, der Ring. Auch sehr schön. Werden auch jetzt viel bräunlicher wiedergegeben. Eigentlich sind die so ein bisschen schlammiger. So, 8, 7, 8. Okay, so, dann sind die auch fertig. Sehr schön. Dann geht's weiter mit dem Telefon. Hier brauchen wir die 3806. Die haben wir hier. Das mit den Etiketten feiere ich ja jetzt richtig, ne? So, 3799 bis 3813. Davon haben wir die 3810. Wird auch ganz anders wiedergegeben, natürlich, klar. Okay. Und der drittletzte schon. Warte mal, kann ich euch
noch ein bisschen besser platzieren. So. Da brauchen wir 3 Etiketten. Achtunddreißig, 19. 38, 35. Und die 38, 38. So, zack. Was haben wir davon im Shop? 38, 18 bis 38, 38. Achtunddreißig, 24. Der Briefumschlag hier. 38, 26. Kloster. 38, 27. Pac-Man nach unten. 38, 30. Die 3, 2 Ringe. 2, 3 Ringe, genau. 38, 37. Das U. Und 38, 38 der Punkt. Mega. So. Einmal ihmchen. Dann haben wir den. Oh, hier fehlen auch ein paar Etiketten. 38, 43. Ja, das sind auch immer so hier D und Blitz und dies und das. Das sind immer so Farben. Die brauchen wir immer. Okay, bitte einmal in die Kommentare schreiben. 38, 43 brauche ich auch 2 von. Das sind nämlich auch unterschiedliche Farbtöne. Okay, das kriege ich jetzt hier gar nicht wiedergegeben. Schade. Ha! Nee, so sieht es halt nicht in echt aus. Sade, Mama, sade. 38, 47 ist, glaube ich, am Pac-Man. Ach nee, hier ein Stecker. Pac-Man ist 38, 12. Hier. Und die 38, 60, das W. Für wie krass sind bitte AB-Steinchen? Boah, und jetzt fällt mir gerade richtig was auf. Oh mein Gott. Ich renne doch gleich schreiend in eine Kreissäge. Das gibt's auch nicht. Also, wir haben hier 44, 46, 46 anderer Ton, 47, 48, 56, 57, 60. Was ist mit dieser Farbe? Ich wusste nämlich, dass ich sie habe. Das meine ich, ne? Die stecken jetzt in Aurora. Und die müssen dann einfach noch dazwischen. Das war jetzt ein ganz dummer Zufall, dass ich wusste, dass ich diese Farbe habe. Es ist blöd. So, 38, 40 bis 38, 60. Haben wir die 44, den Blitz auf jeden Fall. Und das war's. Eine Farbe habe ich dann gleich noch, die ich euch zeigen kann. So. Und zwar, ich würde behaupten, die beliebteste Farbe von allen, die 5200. Also die geht immer, ne? Die könnt ihr echt in jedes Bild einbauen. Aber die haben wir nicht nur als AB-Farbe, die haben wir auch als nachtleuchtende Farbe. Und wir haben die auch als nachtleuchtende AB-Farbe tatsächlich. Also das feiere ich richtig. So. 38, 61. Und das letzte. Oh, C für meinen Namen. Guck mal an. 38, 64. Kommt hier hin. So. Und hier ist die wunderschöne 820, bekommt ihr im Shop.
muss ich, wie gesagt, dazwischen sortieren. Ey, das war's. Mega. Also penken können wir jetzt leider nicht mehr. Aber ich bin auf jeden Fall bereit, euch die krasse Leinwand einmal zu zeigen. Ich räume mal eben hier mein Listenchaos weg. Das kommt dahin, das kommt dahin. Ich habe nämlich hier aktuell gar kein Bild auf dem Tisch liegen, weil ich das ja jetzt einmal mit euch machen wollte. Und ihr seht schon, hier geht's ab. Guckt euch das an. Ey, ist das ein Gefunkel? Krass, oder? Ich nehme das jetzt mal hoch, da mache ich jetzt auch ein Foto von. Das nehmen wir als Deckblatt. Dieses Ohr, ich feiere ihr Ohr so. Das ist so hardcore. Das gibt's gar nicht. Einfach mega. Also dieses Bild flasht mich. Hat wirklich auch teilweise echt hart Konfetti. Aber es ist krass. Ich würde ja mal vorsichtig sagen, dass wir daran nächste Woche weiter painten im nächsten Vlog. Ich weiß es aber nicht. Ich kann es nicht versprechen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so AB-süchtig seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da und ein paar Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Und bevor ich jetzt gehe, hatte ich euch versprochen, wo ich nämlich Sonntag höre, dass ich euch doch noch die Schreitagbilder zeige. Schlechter Mensch, durch und durch. Es sind diesmal ein paar mehr, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte. Und zwar haben wir hier, achtet bitte nicht drauf, meine... Ist komplett kaputt. Ich habe das noch gar nicht lange und die haben das nicht vernünftig gemacht. Das hält alles gar nicht. So, also. Alles Käse. Armand. Cocker Spaniel. Jukebox. Casimir. Rainbow City. Rainbow Island. Skull and Roses. Waldkatze, Winterdahlie, das war's. Ey, so schöne Bilder dieses Mal. Und ihr wisst, ne, 10% Rabatt in der Kategorie Aktion. Jetzt sage ich nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Es hat mir ultra viel Spaß mit euch zusammen gemacht. Dann ist alles, alles schöner. Danke. Daumen hoch, Kommentare. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.